Hallo zusammen. In diesem Video zeige ich euch den Prozess, wie ich eine Überraschungsbox herstelle und dekoriere. Manche sagen auch Explosionsbox dazu. Obwohl ich mich nicht das erste Jahr mit Scrapbooking beschäftige, habe ich so eine Box noch nie gemacht. Aber ich vermute, dass eine solche Box nicht weiter schwierig in der Herstellung ist. Daher schaue ich mir keine Tutorials an und lege einfach mal los. Meine Idee ist zu Stabilität Fotokarton mit 300 Gramm pro Quadratmeter zu benutzen, um die Basis zu bauen. Im Anschluss werde ich die Box innen und außen mit Scrapbooking-Papier und weiteren Verzierungselementen dekorieren. Mal sehen, was mir da so einfällt. Die Größe meiner Box soll 10x10x10 cm sein. Also das sind so ungefähre Angaben, damit ich das, was ich vorhabe reinzutun, auch reinkriege. Wenn man das Prinzip verstanden hat, ist es nicht weiter schwer, die Größenangaben auf fast jede beliebige Größe der Boxen umzurechnen. Die Box muss übrigens auch nicht zwingend quadratisch sein. Wie ihr vorhin schon sehen konntet, benutzte ich für den unteren Teil der Box ein Stück Fotokarton, 30x30 cm. Ich habe es gefaltet, quer und längs, im Abstand von 10 cm jeweils zweimal. Und dann schnitt ich die 4 Eckquadrate aus. Für den Deckel benutzte ich ein Stück Fotokarton von 15,2 auf 15,2 cm. Ich habe es gefaltet, quer und längs, im Abstand von rechter Seite 2,5 cm und ebenso von der linken Seite 2,5 cm. So ergab sich ein Quadrat in der Mitte von 10,2 auf 10,2 cm. Weshalb ist das so, müsste ich, denke ich mal, jedem klar sein, aber ich sage es trotzdem mal, falls jemand sich fragen sollte, warum das so ist. Damit der Deckel über den unteren Teil gut drüber gestülpt werden kann. Das ist also ganz gut, dass ein kleines bisschen Luft dazwischen ist. In meinem Falle sind das zu jeder Richtung dann so 2 mm. Denn der untere Teil der Box hat nicht fixierte Seitenteile und neigt dazu, sich auseinanderzufalten. Und wenn der Deckel drüber sitzt, hält er also automatisch die Seitenteile zusammen, beziehungsweise die Seitenteile drücken gegen ihn und sind dadurch schön geschlossen. Wie ihr vorhin schon gesehen habt, ich habe angefangen, das Innere der Box zu dekorieren. Dafür habe ich mir Folgendes einfallen lassen. Ich habe von der Größe passende Quadrat mit einer runden Öffnung ausgestanzt. Diese klebe ich dann auf alle vier Seiten der Box im Inneren auf. Und in der Mitte ist dann also eine Öffnung. Später, wenn klar ist, wessen Geschenk in dieser Box verschenkt wird und die Gründe, dann kommt hier die personenbezogene Beschriftung hin. Die Gestaltung mache ich aus wunderschönem Graphic 55 Papier und ich habe dafür zwei Designs ausgewählt. Aber natürlich kann man auch jedes beliebige andere Papier benutzen, welches man hübsch findet. Das alleine ist mir aber ein Ticken zu einfach. Daher verziere ich diese Flächen mit solchen kleinen Schleifchen und embossten Stanzteilen. Apropos Stanzteile. Aus dem gleichen Fotokarton, vielmehr aus den Resten davon, stanze ich verschiedene Elemente aus. Manche embosse ich mittels Dabber und Embossingpulver mit Glitzer. Man kann sie natürlich auch so lassen, wie sie sind, aber oder anders verzieren. Zum Beispiel Stickles sieht auch immer sehr hübsch aus. Und weitere Stanzteile
stanze ich aus Scrapbooking-Papierresten. Diese embosse ich dann nicht weiter, sondern lasse sie so, wie sie sind, weil ich die Muster so schön finde und sie für sich wirken lassen möchte. Ein weiteres Element mache ich aus Stoff, falls das jemanden interessiert. Ich habe hier einen ganz zarten, sogenannten Feintüll Soft Touch in Gold mit leichtem Glanzeffekt genommen. Mit diesem Stoff bin ich echt sehr gut zurechtgekommen. Er lässt sich so leicht verarbeiten, ist ein Leichtgewicht und die Haptik ist wirklich sehr schön. Darauf fertige ich dann also 4 Schleifen, die ich dann unter die Blümchen außen an der Box mit dem Heißkleber fixieren werde. Den Deckel habe ich hinter der Kamera zusammengeklebt. Dafür schnitt ich an jedem Eckquadrat eine Seite bis zur Kreuzung der ersten Faltlinie durch. Und habe so entstandene Laschen nach innen gefaltet und zusammengeklebt. Dann habe ich noch die Seite innen und außen mit Streifen aus Scrapbooking-Papierresten dekoriert. Zum Schluss dekoriere ich noch mit künstlichen Blümchen und einigen Stanzteilen den Deckel und klebe hier und da mal so ein paar Dots auf. Und voilà, jetzt ist nur noch das Geschenk hineintun und ein paar nette Worte reinschreiben. Fertig!